Du willst ein Online-Business starten. Was brauchst du dazu? Ich bin seit 1999 im Online-Business, von Website-Entwicklung über Online-Shops, Verkauf von Beratungen online, Schulungen und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viele Tools, die man im Laufe der Zeit einsetzt und auch wieder ersetzt, manchmal mit sehr viel Aufwand. Und das versuche ich heute meinen Kunden, Kundinnen zu ersparen, indem dass ich diese Erfahrungen weitergebe. Wenn ich von heute auf morgen ein neues von Null auf ein neues Einkommen generieren müsste und ziemlich schnell loslegen müsste, welches wären die drei Tools, die ich dazu verwenden würde, und vielleicht noch ein paar Bonusergänzungen dazu nachher. Erstes Tool, deine Homebase, eine Website. Bei einer Website, ja, gibt's geteilte Meinung, soll man ein Gratis-Tool nehmen wie Wix oder so? Empfehle ich nicht. Habe ich sehr viele Leute gesehen, ihre Website grafisch verhunzen damit und auch sonst in die Wand zu rennen, weil es dann nicht groß erweiterbar ist und nicht genau das tut, was man will. Ich empfehle das Open-Source-Projekt WordPress in den meisten Fällen. WordPress auf einem Hosting-Anbieter, das kostet nichts, WordPress als solches. Das Hosting vielleicht 9 Franken im Monat, 9 Euro, vielleicht auch die Hälfte davon. Und du hast eine Website, die du erweitern kannst. Selbst verwende ich dann zusätzlich das Plugin LearnDash für Online-Kurse. Aber das sprengt ein bisschen den Rahmen. Wenn du sofort starten willst, brauchst du erstmal eine Website, damit du sichtbar sein kannst im Web. Dazu willst du wahrscheinlich auch sichtbar sein auf Social Media. Das heißt, du nimmst bestimmte Plattformen dazu. Wenn du dich wohlfühlst auf LinkedIn, dann nimmst du LinkedIn dazu. Wenn du dich wohlfühlst auf Instagram, nimmst du Instagram oder TikTok oder Facebook oder Twitch, was auch immer du dich darauf wohlfühlst, wo du gerne regelmäßig Inhalte veröffentlichen willst. Und dazu gehört auch, dass du weißt, wo deine Wunschkunden, wo deine Wunschkundinnen sich aufhalten und dass du natürlich dann nicht die Plattform wählst, wo sie sicher nicht sind, sondern ja, meistens gibt es automatisch ein Match. Okay? Meistens brauchst du auch mehr als eine Social-Media-Plattform. Wir wissen, das ist alles algorithmusgetrieben und Dinge ändern manchmal sehr, sehr drastisch. Und ja, vielleicht lieber 5-6 Plattformen dazu nehmen, vielleicht davon aber 2-3, die du wirklich als Hauptkanäle nutzt. Okay, das geht immer noch unter Tipp 1, die Website und deine Sichtbarkeit als Homebasis im Web. Punkt 2. Hinter jedem erfolgreichen Online-Business, steckt eine E-Mail-Liste. Das kannst du jetzt glauben oder nicht. Das ist mehr dein Problem als meines. Jedes erfolgreiche Online-Business kannst du mal versuchen, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Wie machen die das? In der Regel geht es darum, von Social Media her und von Werbeanzeigen her, Leute auf ein niedrigpreisiges Angebot zu bringen oder auf ein Lead Magnet und sie so in die E-Mail-Liste zu bringen, Vertrauen aufzubauen mit guten Inhalten, mit hilfreichen, relevanten, nützlichen Inhalten. Sehr schnell gesagt, nicht sehr einfach umgesetzt. Und dann daraus ein Business zu generieren. Also E-Mail-Provider, das ist ein Tool wie zum Beispiel Mailchimp. Die waren so die ersten, haben sich aber nicht groß weiterentwickelt. Ich verwende jetzt Drip wegen sehr, sehr coolen Automationsfunktionen drin. Das ist wahrscheinlich Overkill für dich, wenn du startest. Aber ja, gibt da sehr viele gute Tools, die sich integrieren lassen mit anderen Dingen. Achte darauf, dass es vielleicht nicht das Billigste ist, sondern etwas, das wirklich Schnittstellen bietet zu anderen gängigen Tools. Das als zweiter Punkt. Dann brauchst du natürlich auch einen Weg, wie du Geld empfangen kannst für deine Dienstleistungen.
oder für deine Produkte. Das ist entweder ein Online-Shop, zum Beispiel ein Shopify-Shop, da wird die ganze Zahlungsabwicklung mehr oder weniger automatisch für dich erledigt. Aber wenn du jetzt im Bereich bist, wie ich das bin, und Online-Produkte verkaufst, also zum Beispiel Online-Kurse oder Online-Beratung, Online-Training, solche Dinge, dann brauchst du auch ein Tool, das dir so Warenkörbe oder Checkout-Seiten zur Verfügung stellt. In meinem Fall würde ich jetzt, wenn ich frisch starten würde, wahrscheinlich Thrivecart nehmen, wie ich es jetzt im Einsatz habe. Vielleicht einfach, weil ich das kenne. Gibt aber in der Schweiz zum Beispiel Payrex als Lösung. Payrex mit 2x. Gibt auch hier verschiedene Produkte. Es geht mir jetzt nicht genau um die spezifischen Produkte, sondern darum, du brauchst erstens eine Homebase, deine Website, wo du die Datenhoheit hast, nicht die Mark Zuckerbergs. Dazu nimmst du dann die Zuckerbergs dazu als Satelliten. Aber eine Homebase hast du, eine E-Mail-Liste, die du aufbaust von Tag 0 an, idealerweise schon von Tag minus 90 an. Bevor du dich selbstständig machst, solltest du schon anfangen damit und schon eine Liste aufbauen. Und dann ein Tool, das Geld empfangen entgegennimmt. Wenn du dann weiterkommst, je nach Business, wirst du dann spezifische Tools brauchen. Zum Beispiel, wenn ich Suchmaschinen mache, eines meiner Hauptgebiete jetzt, dann habe ich zum Teil sehr teure Suchmaschinenoptimierungstools. Und das ist ein Teil der Leistung, dass ich halt ein bisschen tiefer blicken kann in die Situationen, als man nur mit oberflächlichen Tools kann. Und wenn du Videolektionen anbietest für Online-Kurse, dann brauchst du natürlich irgendeine Webcam, zum Beispiel dein Smartphone. Dann brauchst du ein Schnitttool, wie zum Beispiel CapCut, das kostenlos ist, zumindest teilweise kostenlos. Und dann brauchst du Tools, um deine Online-Lektionen online zu hosten. Wenn du jetzt ganz frisch startest, könntest du die auch unlisted, das heißt unsichtbar für die Außenwelt, auf einem YouTube-Kanal hochladen, und das kostet nichts. Und wenn jemand kauft, dann schickst du eine E-Mail mit den Links zu den Videolektionen in der E-Mail. Wäre jetzt ein simpler, gangbarer Weg, ganz am Anfang, wenn du sehr schnell starten musst und Geld verdienen musst. Was sind deine beliebtesten Tools? Ich werde ein weiteres Video machen über Tools, die ich jetzt im Einsatz habe. Es sind natürlich sehr, sehr viele Tools mehr, auch Automation, Dinge, die mir helfen. AI ist natürlich heute tagtäglich fast im Einsatz. Da mache ich dann ein anderes Video, das wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, wie mein Business heute aussieht. Dazu kommt dann auch ein Video mit den Hardware-Tools, die ich heute verwende. Zum Beispiel, welche Kamera ich verwende jetzt im Moment als Webcam, den Teleprompter, den ich jetzt hier verwende, die Lichtgeschichten, das Mikrofon, das ich seit über 10 Jahren dasselbe Mikrofon im Einsatz habe und sehr zufrieden bin damit.